Gut Zichtau, eine schöne Location für Events. So auch für das zweite Wirtschaftsforum Altmark am 20. August 2024. Herr Kranitz, zweites Altmark-Wirtschaftsforum, das ist ja schon dann doch was Besonderes. Muss das erste ganz gut gelaufen sein. Was erwarten Sie vom zweiten? Na, wir wollen es ja etablieren. Vom zweiten erwarte ich, dass es sich weiter rumspricht, dass wir noch mehr Aufmerksamkeit mit den Themen erzeugen. Ich glaube, dass wir gute Themen haben, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wir hatten heute schon Workshops zum Thema Wärmepumpen und Cyberkriminalität. Für Unternehmer ein Riesenthema. Und deshalb glaube ich, die Themen sind gut gewählt, um die Wirtschaft hier zu vernetzen miteinander und auch mit den Bürgern etwas mehr in Kontakt zu kommen. Dafür ist ein Wirtschaftsforum sehr gut. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit, wir pflegen eine gute Zusammenarbeit, haben mittlerweile tatsächlich auch regelmäßige Arbeitsgespräche miteinander. Das haben wir uns vorgenommen, damit wir nicht immer nur punktuell die Probleme übereinander ausschütten, sondern sagen, wir können frühzeitig ins Gespräch miteinander gehen, was zurzeit die Themen sind, die Themen der Wirtschaft, die wir nicht immer kennen. Die interessieren uns natürlich, auf der anderen Seite vielleicht auch der Wirtschaft, mal zu sagen, was sind gerade Themen in der Verwaltung, Gesetzgebung, Verordnungslage, um da uns miteinander abzustimmen. Ich persönlich bewerte die Zusammenarbeit mit der IHK als sehr gut. Liegt vielleicht aber auch ein bisschen daran, dass sie in Salzwedel bei mir am Dienstsitz ist und deshalb unsere Wege auch sehr kurz sind. Auch die Landespolitik war gut vertreten. Vorab gab es interessante Vorträge, zum Beispiel von Dr. Axel Wenke, Leiter der New Energy in der Firma Neptune Energy. An seinem Vortrag ging es um die Gewinnung von Lithium in der Altmark. Er wollte dringend mit Gerüchten und Mythen aufräumen, denn die Energiewende benötigt dringend diesen Rohstoff. Es sind fast 14 Millionen E-Autos 2023 zugelassen worden, in jedem stecken ca. 8 Kilogramm Lithium. Die Altmark könnte also durchaus wirtschaftlich von der Energiewende profitieren. Überzeugt davon ist auch IHK-Vizepräsident Stefan Korneck. Ja, letztendlich kombinieren sich ja diese Themen. Also Energiethema, vielleicht gibt es welche, die sagen, ich kann es nicht mehr hören, aber letztendlich ist es das Thema der Zukunft. Das ist die größte Transformation seit 200 Jahren, die wir auch bewältigen müssen. Und wir versuchen natürlich auch heute hier dieses Thema auch mit anderen Bereichen wie Digitalisierung zu kombinieren. Wir werden natürlich auch Ausblicke in Richtung Fachkräfte machen. Am Ende ist es immer eine Systemkombination, die wir hier haben. Und wir glauben auch heute hier, tolle Leute, tolle Referenten, nicht nur vielleicht ein Stück weit meine Expertise hier mit zu integrieren, um das Thema immer wieder auch ganz aktuell von verschiedensten Seiten zu beleuchten, um einfach zu sagen, wir müssen was tun. Die Energiewende stand auch im Mittelpunkt des Vortrages von Stefan Kapferer, Vorsitzender der Geschäftsführung 50 Hertz Transmission GmbH. Er kann mit interessanten Fakten aufwarten. Zum Beispiel, bis zu 3/4 der Energie in unseren Netzen ist bereits erneuerbare Energie. Und weiter, ob man es glaubt oder nicht, auf Dauer sind die Erneuerbaren preiswerter als Kohle- und Atomkraftwerke. Er bringt mehrere Fakten zum Stand der Energiewende in Deutschland und endet mit dem Fazit, dass Deutschland besser dasteht, als man oft denkt. So liegt zum Beispiel die Sicherheit der Stromversorgung in Deutschland aktuell bei 99,68%, das ist Weltspitze. Und natürlich muss der Strom nicht nur erzeugt, sondern auch transportiert werden. Städte wie Berlin oder Hamburg können niemals ihren Eigenbedarf mit Wind- und Stromenergie, erzeugt auf dem eigenen Territorium, abdecken. Im folgenden Gesprächsforum ging es sehr interessant zu. Stefan Korneck beklagt zu viel Totalverweigerung, wenn es um Erneuerbare geht, zum Beispiel bei der Rohstoffgewinnung. Auch Fragen aus dem Publikum wurden beantwortet. Kammerpräsident Klaus Olbricht und andere Unternehmer setzten sich bei der Verkehrsministerin Lydia Hüskens dafür ein, dass die A14 zeitnah fertiggestellt werden muss. Seitens der IHK wurde das Wirtschaftsforum erstmals von Hendrik Stiller begleitet. Er ist seit diesem Jahr IHK-Geschäftsführer der Geschäftsstelle Altmark. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die Veranstaltung heute? Ja, an und für sich mit guten Erwartungen, denn die Veranstaltung soll vor allem dazu dienen, dass sich die Wirtschaft trifft, sich miteinander austauschen kann, netzwerken kann, dass die Altmark durch ein solches Forum natürlich auch sichtbarer wird, vielleicht auch für zukünftige neue Wirtschaftsansiedlungen. Und von daher wünsche ich uns allen dem Wetter entsprechend einen richtig tollen Abend. Die Erwartungen dürften sich erfüllt haben.
In toller Atmosphäre in Zichtau wurde am Abend dann kräftig genetzwerkt. Der Wirtschaft in der Altmark wird es sicher dienen.